Da haben wir den Orni einen Riesengefallen getan beim letzten Mal, denn der erste Titan Vamido ist zurückerobert und so auch der erste Fluch besiegt. Ach, ist das schön. Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Also ich würde sehr gerne noch mit dem Häuptling reden. Ja, der muss ja auch völlig von den Socken sein, dass wir das einfach so geschafft haben. Stimmt's, Mr. Uhu? Oh, es freut mich, dich wohl aufzusehen. Ihr konntet Vamido tatsächlich besänftigen, nicht wahr? Aber was frage ich? Er sitzt ja nun ganz friedlich dort oben über dem Dorf. Wie das gehen soll, keine Ahnung, aber ist ja egal. Was für ein erhabener Anblick. Die Legende besagt, der Strahl des Titanen wird die Verheerung durchdringen. Vamido wird von nun an die Schutzgottheit unseres Dorfes sein. Seine Legende ist mit deiner verbunden. Okay, ach ja, wow, kommt von hier eine Ani. Nicht mir die Augen ausstechen. Ach ja, ich muss dir noch deine Belohnung überreichen. Bitte nimm dir den Inhalt dieser Truhe. Du wirst sicher Verwendung dafür haben. Du übertriffst sämtliche meine Erwartungen. Du stehst dem Recken der Hylianer, der vor 100 Jahren an der Stelle einer Seite von Revale gekämpft hat, in nichts nach. Der einzige Unterschied ist das heilige Bandschwert. Wenn du das Bandschwert führen würdest, dann wärst du mit ihm zu verwechseln ähnlich. Alter, geschafft! Der Titan ist erledigt. So, und diese Truhe werde ich erstmal noch, ja, einfach hier stehen lassen, denn ich habe eh keinen Platz mehr für irgendwelche Bögen und will die halt auch unbedingt nicht gerade, ja, ne, jetzt irgendwas anderes wegschmeißen. Nee, den würde ich eh nicht benutzen, weil es ist Rivalis Bogen, Leute, der ist richtig, richtig special. So gut, aber wo, was ist genauso special? Wir wollen ja jetzt mal wieder gucken. Ach, warte mal, ich will nochmal schnell einen Röstappel machen für die, dass ich da noch eine Quest erledige. Und vielleicht gucke ich mir nochmal die Rüstung oder so, obwohl, wären schon viel Geld immer. Ach, warte mal, hast du nicht... Du hast ja schon die Quest, haben wir ja schon, ne, mit dem Baum da, genau. Der da ganz oben ist, ey, da komme ich ja, glaube ich, nicht hin, der ist ja... Oh Gott, wo ist der denn? Ne, da sind wir schon im neuen Gebiet. Ne, lass mal erstmal. Obwohl ich ja natürlich, ne, die Augen offen halte für neue Schreine, denn wir brauchen uns noch zwei Herzcontainer und wir haben das Master Sword. Das heilige Bandschwert. Hi, Tübi. Wo weißt du denn mal die Kochstelle? Ich will ja nur kochen. Wo war die denn? Hier nicht. Hier muss wieder komische kleine Kinder. Oh, was esse ich denn heute? Kochstelle? Immer noch nicht hier reinspaziert. Die alle Kopfbedeckung, warum ist die so teuer? Die kann doch wohl nicht wahr sein. Ach, hier biegt mir auch noch auf. Brauchen wir jetzt erstmal halt wirklich nicht. Wir haben alles, was uns wärmt. Hier ist nur das Pennen. Hier ist zum Kochen, alles klar. So, okay, na dann. Ein Röstappel will der Bus haben. Ups, nicht essen. So, in die Hand nehmen. Und kochen. Ach, warte mal, ist das überhaupt? Ich muss heute eigentlich... Oh, Kochobst. Ach stimmt, ich muss den ja bloß anzünden. So ein Röstappel, stimmt ja. Warte mal, kann ich den denn... Wird der auch hier angezündet, wenn ich ihn einfach hier daneben hinlege? In die Hand. Röstappel. So, warte, nicht kochen. Nein, nicht kochen. Ich will bloß genau daneben ablegen. So. Okay. Kann ich den irgendwie reinkicken? Ein bisschen Fußball spielen? Nee. Ah, Röstappel. Habe ich eine Feuerwaffe dabei? Nee, ich habe ja nichts dabei, ne? Nee, ich habe Stromwaffen, habe ich aber Feuer nicht. Na gut. Nein, nicht den ollen. Okay, jetzt habe ich den Topfdeckel mit dir noch gemacht. Was soll's? Na gut. Ich musste irgendwie müsste ich das Ding anzünden können. So, mit normalem Kochen geht das gar nicht. Na, bräuchte ein eigenes Lagerfeuer. Rollt spaziert. Nein. Na gut, dann. Ach, hebe ich das auch einfach auf. Leute, lasst uns gehen. Die Gerudos warten und ich gucke mal, wo ich hier noch schnell irgendwelche coolen, schnellen Schreine mir holen kann. Zu den Gerudos geht es ja nach hier. Würde ich mich wieder zum Plateau beamen und... Ach, was da war? Guck mal hier. Hier ist ja ein Schrein. Ja, komm. Dann geh ich erstmal hier hin. Das heilige Bandschwert. Sehr, sehr schön. Ja, das muss unbedingt sein. Habe ich immer eine schöne 30er Angriffswaffe, die auch noch effektiv ist gegen die Flüche. Warum also nicht? Ich meine, ich glaube, mein fetter schwarzer Bogen ist, glaube ich, eh noch immer am effektivsten. Gucken, wie lange ich den behalte. Der wird auch nur zu besonderen Anlässen rausgeholt. Das könnt ihr euch vorstellen, nicht wahr? So. So, da, wo ich jetzt hingehe, zu einem Schrein, da ist ja auch ein Hinox. Aber ich glaube, den schnappe ich mir vielleicht nicht. Obwohl, ich bin jetzt auch viel stärker als vorher. Und ich sollte auch mehr aushalten eigentlich. Ein bisschen den Hinox betteln. Naja. Hab zu viel Angst. So, einfach muss ich einfach so runterjumpen. Und dann, ups, haben wir hier schon wieder einen neuen Schrein. Wow. So, kommen die... Aua. Oh, die Kälte hat mir dauernd ausgemacht. So, hier haben wir ja einen Krog drin, aber da will ich jetzt auch nicht. Das dauert viel zu lange. Ich habe nur 4 Feuerpfeile. Das dauert leider ein bisschen zu lange. Ich könnte auch ein Feuer einfach nur machen, aber... Aber nee, das ist auch blöd. Ich hab ja nicht so Bock auf Krogs.
So, der Schrein leuchtet. Da geht's halt echt zur Wüste und dann ist noch ein Schrein. Sehr gut. Okay, aber hier ist halt so ein Ola Hinox. Mann. Obwohl, er ist gerade nicht da. Ja, er ist weg. Ja, hier ist gar keiner. Oh, da ist er. Ja, da gleich ein Schwarzer. Mann, oder so ein Dunkelbrauner. Toll. Ding Dock, Hängebrücke. Yeah. Oh, shit. Autsch, als ob der mich gehört hat, wisst ihr? Also. Alles klar. Er steht auf und tötet mich. Ist schon klar. Oh Gott, nein. Okay, Leute, habt ihr es gesehen? Der steht auf und tötet einen. Ist schon klar. Ich will ihn kurz mal blockieren. So, okay. Aber irgendwas müssen wir wirbeln. So, hatten der da alles schön mit? Waffentasche ist voll. Okay, er kriegt an sich guten Schaden. Oh Gott. Die Kamera war so ungünstig, dass wir jetzt nicht gesehen haben, was mich getötet hat. Hat er mir einfach einen reingeboxt? Das ist komisch. Aber unsere Waffen sind eigentlich stark genug, ja. Bloß wie wenig ich immer noch aushalte. Ich habe mein stärkstes Rüstungsset an, ja. Die Rüstungen, die ich gerade anhabe, sind die stärkste kombinierte Möglichkeit bisher. Oder kann ja wohl die wahr sein? Nämlich einfach... Ein sehr seltsamer Speicherpunkt, nicht wahr? Sehr seltsam. Oh Gott, warte mal. Wenn er aufsteht, dann tötet er mich ja gleich wieder. Warte, warum ist der Speicherpunkt so seltsam? Hm? Aua, meine Fresse. Boah. Hm, da ist ja einer. Boom. So. So, schön wieder ein bisschen Wirbeltwist. Ich will jetzt mal nicht aufgeben. Ich will einfach meine reinhauen. So. Okay. Oh Gott, nein. Oh, meine Fresse. Was? Okay. Boah, willst du mal in die Kimme schießen? Hm? Oh, warum über die Fresse? Putz. So, und da habe ich doch schon mal einen richtig dicken Hinox down gemacht. Boah, was da entfallen lässt, ey, ein Hinox-Herz. Ein Fußnagel, okay. So, und ein Grillgeflügel. Ja, na gut, okay. Alles geschrottet hier. Alter, krass. Ein Mondsäbel. Okay, habe ich aber gerade alles voll. Der klappt doch, funktioniert doch. Okay, dann kann ich mal den ollen Kopfsammler wegmachen. Der Kopfsammler ist richtig oll. Nehme ich so einen Mondsäbel mit. Und einen Soldatenbogen. Naja, komm, der ist jetzt ein bisschen lame. Hier noch eine schöne Lanze. Soldatenlanze, die sind doch alle doof. So, Leute, Hinox ist tot. Und da kommen sogar gleich wieder die Füchse an und freuen sich, dass hier keiner mehr sie bedroht. Außer Icke. Okay. So, gehen wir zum Schrein. Dum, dum, dum. Wups. Hui, wups. Geil, hier mit einem Floß soll man den eigentlich erreichen, den da Kaso-Schrein. So, aber gut. Die haben jetzt ganz normal erreicht, ne? Dann würde ich mich einfach wieder auch zum Stall beamen, der hier in der Nähe ist. Und dann mit meinem Pferdchen einfach halt Richtung Wüste reiten. Ich weiß gar nicht, ob Schimmel das aushält. Ja, so ein Pferd ist auch, das ist auch nur ein Tier. Das kann nicht einfach so hier vor Hitze einfach umfallen oder so. Müssen wir mal gucken. So, der nächste Schrein... Oh, Kraftprobe leicht. Na gut, okay, dann mache ich mal gleich meinen Zweihänder ohne gleich kaputt. Ist ja nicht so schlimm. Kraftprobe leicht, ist ja oberbillig. Oh oh. Oh oh. Von wegen oberbillig, dir zeig ich's, Mann. Hat doch nur so eine olle, lame Waffe, ey. Braucht doch auch keiner. Aber. So, der sticht ja dazu. Ups. Zerbricht gleich, leider. Ups. Okay, warte mal, bis es gleich zerbricht, ne? Ja, komm, jetzt mal das Ding hier. Ey, wo willst du hin? Du Arsch, wo willst du hin? Was hast du vor? Oh Gott. Und? Ey, nicht dagegen gesaust? Was soll das denn? Er soll doch dagegen sausen. Komm schon. Nein. Oh, das letzte bisschen hat nicht geklappt, ey. Richtig doof, Link, steh auf, bitte. So, Tobi, das war der Fehler. So. Boah, Wächterlanze. Sehr cool. So, ich glaube, da war jetzt kein Mini-Reaktorkern dabei. Leider. Aber, ein paar andere Materialien. So, seht ihr, ey, wenn ich irgendwann richtig wieder einen guten Spawnpunkt habe, den man ja eigentlich mit jedem Schrein hat, ja, dann müsste ich eigentlich nochmal zurück zum, Institut. Hateno-Institut, um mir halt mein letztes Upgrade zu holen. Für den Sensor. Für das Stasis-Modul, ne? Obwohl ich nicht weiß, was ich wirklich benutzen sollte. Antiker Reaktorkern, geil. Wie gesagt, ne? Von wie ein Gegner stunnen und so.
Naja, das hält aber nicht lange an. Das ist irgendwie so, wie tsching, dumm, 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 dann wieder frei. Vor allem so ein Hinox da mit Stoff und kannst du gleich vergessen. Dass der sich davon aufhalten lässt, keine Chance. So, dumm, das war unser 30. Schrein. Finja muss nur 18, nee, 90 fehlen noch. 90 Schreine. Und dann natürlich, wenn man noch im DLC weiterspielt später, dann gibt es da natürlich noch 4 weitere Schreine. Bonusschreine, das fand ich auch cool, dass man da nochmal einen ganzen Container, je nachdem, was man dann sich ausgesucht hat, nochmal gratis dazu bekommt. Beim DLC, echt cool. Schade fand ich ja, dass man nicht alles komplett auffüllen kann, weil man natürlich dann auch die Dämonenstatue ihren Sinn verlieren würde und so, und deswegen ist schon alles okay so. So, ich könnte jetzt zwar auch mit Rivalis Sturm bestimmt ein bisschen cool da hochballern, aber nee, ich möchte gerne mein Pferdchen holen und dann schön bequem durch die Wüste von, ja, jetzt holen wir uns dann den einen Schrein, dann geht's, sind wir sowieso gleich wieder bei dem Stall der Wüste, da ist auch nochmal ein Schrein. Ja, das wird doch geil, habe ich schon mal wieder einen Container voll, dann fehlen bloß noch 4 Stück. Für das Master Sword. Genau, vielleicht kombiniere ich das, wenn ich sowieso irgendwann wieder weggehe, um mir das Master Sword zu holen, gehe ich auch gleich nochmal zum Institut und hole mir den Shika Sensor Plus Adapter für das Stasis-Modul. Stasis-Modul Plus. Und dann, ja, jetzt sind wir doch gut dabei. Das macht so einen Spaß. Ist einfach echt schön. Alles so fügt sich nach einer ganzen Weile, kriegst immer mehr Sachen, wirst immer stärker, immer besser. Und irgendwann werden wir auch in diese Arena da rein können, da hinten, Leute. Irgendwann. Aber jetzt erstmal noch nicht. Hups. Ja, Hui. So, Stall der Ebene. Perfekt. Mit Hufeisen da oben dran. So. Warte, für dich habe ich doch jetzt. Ich habe da für dich jetzt hier Luxuswild. Der kommt ja noch dazu. Oh, willkommen und so. Ach, was gebe ich nicht für ein richtig schönes Luxuswild? Dieser Geruch. Riech ich da etwa frisches Luxuswild, Mann? Verkaufst du es mir? Naja, Logo. Oh, meinst du das etwa ernst? Oder will ich mich nicht lumpen lassen? Ich gebe dir 100 Rubine dafür. Hier draußen kann man sie sowieso nicht kaum ausgeben. Ne? Sehr schön. Alter. 100 Rubine einfach. Oh, danke, jetzt geht's mir besser. Jetzt kann ich mich bei meiner Arbeit auch wieder richtig reinhängen. Wenn du wieder frisches Luxuswild hast, dann komm vorbei, ne? Tja. So, der Fleischfresser. Sehr schön. So, ist das hier, will ich jetzt auch hier an den Apfel, aber ich glaube, der... Ne, der würde nicht funktionieren. Ich brauche irgendwie so ein normales Feuer. Hier sowas halt. Aber dann mach ich das mal schnell. Wartet mal. Ah, oh, das heißt schnell. Ich muss jetzt hier wieder... Ah, was legt man denn da mal weg? Ich habe ja so geile Waffen. Die will ich ja nicht weglegen von... Die ist auch nicht schlecht. Warte mal, okay, leg mal ganz kurz. Die bleibt ja hoffentlich hier. Bitte jetzt nicht despawnen. Wegwerfen. So, kurz die Fackel nehmen. Mach schön von Feuer zu Feuer. Und dann hol ich mir mal so einen Röstappel. Hier auch für später. So, boah, cool. So. Zack. Danke, Mann. Weg damit. Lanze her. Und Appel einfach mal rösten. Für später. So, obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ich wirklich alle Quests machen soll. So. Ah, da brutzelt er schön. Ja, der Appel, Alter, geil. Boah, zack, Röstappel. So. Ich will ja Elbus ihn haben, ne? Wir müssen auch nochmal später zurückkommen, wegen... Ist inzwischen wieder Holz nachgespawnt? Später nochmal herkommen wegen dem... Wenn wir das Masterschwert haben, dann will ja die Alte mit uns reden. Oh, Terry, ich brauche Pfeile. Terry, bleib da mal stehen! Terry, du musst uns doch immer deinen Pfeilvorrat verkaufen. Ja, mein Rucksack und ich, ey. Ja, sag willkommen, toller Kunde. So, jetzt müsstest du da inzwischen alle meine Käfer haben, oder? Ja, hier ein Geschenk als Zeichen meiner Wertschätzung. Wieso krieg ich von ihm einfach einen antiken Pfeil? Alter, damit können sie sogar Wächter bekämpfen. Geil, oder? Am besten wirkt er, wenn das Auge eines Wächters damit getroffen wird. Ich habe ihn von einem älteren Herrn namens Robelo. Sie befinden sich weit hoch im Norden vom Dorf der Soras. Nee, vom Dorf der Soras, im Akala-Institut. Er stellt dort seltsame Waffen, Kleidung und solche Sachen her. Meiner Meinung nach ist er etwas verrückt unheimlich, oder? Um nicht zu sagen, furchteinflößend. Aber wenn Sie stärkere Waffen haben möchten, werden Sie wohl mit ihm reden müssen. Also, was hätten Sie denn heute gern? Kofen. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, ich habe von Terry damals nicht erfahren über diese Sache. Okay, 60 Rubine. Boah, ist so teuer. Yay. So, dann gib mir nochmal hier schön deine Pfeile her. Nochmal 10 extra Pfeile. Na gut, dann ist auch mal 60 Rubine. So, okay, danke schön. Ich danke Ihnen. Kommt das echt erst? Kommt das irgendwann, dass Terry einen... Oh, was habe ich getan? Was? Ich hab ja den ollen Stock weggeschmissen, der noch gebrannt hat. Oh, ich bin aber auch ein Arsch, ey. Einfach rücksichtslos, so geil, brauch nicht mehr. Einfach in den Wald. Oh, jetzt brennt der ganze Stall ab.
Und alle nur so, oh, er ist unser Held. Moment mal. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Willkommen im Stall, wollen Sie etwas haben? Ja, ich möchte gerne mein Pferd abholen. Oh, welches Pferd denn bitte? Ja, natürlich Schimmel. Pferd mitnehmen. Alles klar, einen Moment bitte. Oh, ey. Verbrennt auf immer alle Tiere. Was riecht denn hier so verbrannt? Ja, so, okay. Alles klar, ja, danke schön für den Tipp. So, dann geht's jetzt auf Richtung Wüste. Ja! So, Rivalis Sturm, mal gucken, wann wir den zum ersten Mal einsetzen. Wir können ja jetzt dreimal uns in die Lüfte erheben, um halt schön höhere Sachen zu erreichen. Ah, guck mal hier, da ist auch gleich der Turm da hinten. Der Wüstenturm, der erste. Werden wir alles schön uns holen. So, geht's denn da nochmal lang? War der Weg jetzt richtig? Natürlich komplett falsch gerannt. Mein Gott. So, müssen wir also ja hier lang. Njong. Okay, so. Kurz mal auf den Weg bitte ausjustieren, dass du auch schön alleine hier lang rennst, ne? So. Ah. Oh, was ist denn? Oh Gott, das ist ein Feuertyp. Oh Mann, vor allem so ein richtig großer. Hier auch alles abgefackelt. Oh, ich glaube, der findet das gut, was ich getan habe. Oh, oh. Oh, was ist denn hier los? Ist doch da so eine Viecher. Egal. Wir sind ja schon komplett fertig. Dick-Dock, Hängebrücke. So, der hat auch wieder nur Müll. Brauche ich alles nicht. Da hinten ist ein Krog-Rätsel. Ja, komm, lassen wir jetzt auch mal außen vor. Ne, wie gesagt, Krogs sind jetzt eher so, ich nehme nur die mit, die ich so finde. Davon gibt's ja, es gibt ja genug, ne? Wenn ich auch nur ein kleines bisschen Umweg machen müsste, sag ich mir, nö, das auf keinen Fall. Kann ich nur nochmal wiederholen. Ja, Leute, ich habe damals in meinem Ursprungs-Let's Play alle Krogs gesammelt. Und auch halt in Parts mit aufgenommen. Systematisch haben wir dann ganz am Ende alle Krogs gesammelt und das werde ich jetzt jedenfalls nicht mehr im Let's Play nochmal machen. Ja, oh, das ist eine Metalltruhe. Naja, komm, brauchen wir trotzdem nicht. So, wir sind da in der Wüstenregion, jeweils am Anfang. Wow! Weggeschmissen! Tja, wenn er so einen riskanten Angriffsmanöver da macht, dann darf man sich nicht wundern. So, kommt aber noch eine Felshöhle. Warte mal, ein bisschen jetzt. Oh, jetzt bin ich gerade hier, jetzt kommt dann doch die Neugier, ja? So. Jetzt kommt doch die Neugier zum Vorschein. Da will ich dann nochmal ein bisschen was wegspringen. Hier haben wir einen verrosteten Schild. Da, guck mal, was haben wir denn da? So. Vielleicht nur ein Krog, vielleicht ein bisschen Geld, ja. Man soll immer nicht Nein sagen. Was ist denn hier los? Okay, ich glaube, das ist nur ein Krog, oder? Hier ist so ein Metallblock. Krog? Lebst hier irgendjemand? Was soll ich jetzt mit so einem Metallding hier machen? Oder muss der irgendwo hin? Warte mal. Soll der irgendwo hin? Ich meine, der muss ja irgendwo vielleicht so ein Loch oder sowas sein. Ey, keine Ahnung. Kann ich mich null mehr dran erinnern. Oh, ein Wolf. Geh mal kurz umfahren. So, halt, warte, wo ist er? Oh, voll überfahren. Tut mir leid. Oh, hat der geil Fleisch hier lassen? Ja. Oh, jetzt weiß ich, wie der Wolf sich gefühlt hat. Jetzt meinst du, was soll ich mit dem Ding machen? Wartet mal. Da muss es irgendwas geben. Vielleicht sehe ich von hier oben ein bisschen mehr. Ey, cool, du wärst dabei noch gekommen. Okay, vergiss es. Jetzt habe ich hier so ein Metallding, ja? Ja, und nu? Was soll ich denn damit machen? Warte mal, der kann ja nicht wahr sein. Hat der damals auch gemacht? Das kann ja eigentlich nur sich um... Oh Gott, mein Gott. Hau mal ab, hau mal ab. Hau mal ab. So, eins und zwei. Und zack. So. Die droppen halt bestimmt richtig schön viel. Oh, geil, so eine fette, oberkrasse Waffe. Oh, wie richtig viel Moblin-Kram hier droppt. Geil. Moblin-Knochen. Ja, will ich nicht. Ich will das Ding hier haben. Das ist auch stark. Ja, nicht schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, damit. Geil. So eine fette Keule. Ich glaube, ich komme hier so nicht hoch, oder? Ups. Jedenfalls nicht so gut einfach. Jetzt wird es auch noch Nacht, ey. Ah, wir sollten nicht irgendwie in der Nähe von so einem Gebiet sein, wo so ein Knochen-Hinox rumrennt. Gott sei Dank. Der kann mal schön noch weiter pennen. So, komm schon, Link. Wir schaffen das, Link. Oh Gott. Und jetzt! Oh, okay. Hier ist natürlich absolut nichts. Oh Gott, ich weiß ja noch, so eine Pilze, die da hängt. Die will ja irgendwann auch noch eine haben. Also, vor allem da, wo der Stall ist, wo wir jetzt gerade hingehen. So ein Sportling, der will einer richtig viele von haben. Nur von dem Krauter, glaube ich. Aber gut, ich sehe jetzt hier tatsächlich nichts, ne? Was das mit dem Stein auf sich hat. No. Hat einfach irgendeiner seinen geheimen Stein einfach verbarrikadiert, weil er sich gedacht hat, ach, der ist so schön. Oder muss ich den irgendwo... Soll ich hier... verstehe ich jetzt nicht. Nein, ich muss ja auch nicht alles verstehen, ne? Das ist doch hier eine Höhle ohne Geheimnis. Gibt's eigentlich nicht in so einem Zelda-Game, aber... Aber was soll's. Na gut, ist egal.
Ist doch egal, wenn ich es nicht auf Anhieb rausfinde, kann es ja gar nicht so wichtig sein. Also einfach nur, oh geil, einfach nur mit dem Stein noch ein bisschen besser die Typen hier platt machen, die mich hier ärgern könnten. Ich weiß es nicht. So, ich weiß nur, dass hier irgendwo noch ein Schrein in der Nähe war, den man schon von Weitem gesehen hat, und jetzt höre ich ihn auch. Oh, ist da gerade eine Sternstuppe runtergegangen? Oder was war das gerade? War da gerade eine Sternstuppe? Oder war da irgendeiner was von oben runtergeschmissen? Ich habe, glaube ich, zu viel Angst, um das rauszufinden. Nee. Los, let's go, Schimmel, los. So, halt, wartet mal, wartet da gerade? Wartet da gerade so ein Loch für den Stein? Wartet mal. Der muss ja nicht so, der kann doch in der Nähe hier sein. Ich habe gerade irgendwas gesehen da rechts. Wartet mal, natürlich gleich wieder alles verballert. Hier, was ist denn hier? Muss der hier vielleicht rein? Hier sah gerade komisch aus. Nö. Hier ist einfach nur nichts. Alter, wie hell ist denn bitte der Mond? Okay. Ja, habe ich den Stein doch noch irgendwo im Hinterkopf behalten, dass ich mich wunderte. So, komm mal schnell. Ups. Was zum... So, ey, was ist denn mit dem Mond los, ey? Naja, die Wüste wird nachts kalt, ne? So, das war ja auch noch so ein Ding. So, okay, da haben wir den Schrein. Verwechslung. Wo ist jetzt der Schrein? Ich hab den doch irgendwo gesehen. Ach, da oben ist er. So, okay. Was ist mit der Mucke los? Irgendwas ist hier. Ich hab Angst, dass gleich irgendwas passiert. Irgendwas Gemeines. So, Schimmel, du wartest mal hier. Okay. So, nicht von dem komischen trockenen Gras fressen, bitte. Dann geht's dir gut. So, kommt Elektrofledermäuse. Na toll. So. Erstmal aktivieren, der Yin-Yong-Schrein. Ja, wenn wir dann beim Stall sind, haben wir einen Herzcontainer. So. Und ich glaube, dann gibt es sogar noch, dann finde ich, glaube ich, echt, wenn wir alles soweit bei den Gerudos gemacht haben, müsste ich auch echt wieder, den nächsten Herzcontainer voll haben. Mal gucken. So, ich glaube, den Schrein schaffe ich jetzt noch. Und dann ist für heute aber auch wieder Schluss mit lustig, ja. Ruhe und Bewegung. Hä, was? Ach, das war ja das hier. Oh. Okay, da muss ich hin. Ruhe und Bewegung, ja. Das ist ja wieder lustig. Ich glaube, da muss ich da einfach bloß... Muss ich den da nicht einfach bloß stoppen? Was kann ich überhaupt alles stoppen? Die ganze Dinge kann ich stoppen, okay. Zack. So, ja, und dann... Was soll ich denn dann machen? Soll ich dann einfach mal ein Ding wegspringen, Alter? Pass auf. Dass er in die Richtung da fällt, meinte ich. Das da aber scheint nicht geklappt zu haben. Junge, rollt einfach weiter. Oder ich muss ihn halt einfach mit einem... Ich muss ihn halt wieder mit einem Pfeil abballern. Dass er wieder seinen Schwung raufkriegt, ihr wisst schon. Also... Voll fies. Okay, der Schrein ist noch etwas groß. So. Okay, na dann. Eins. Auch wenn der Ding sich halt noch unter ihm bewegt. Ich hoffe, zwei reichen. Mal gucken. Ich glaube, das ist aber ein ganz schöner Abstand. Ich muss jetzt wieder ein bisschen mich rantasten. Doing. Okay, das war zu viel. Das reicht tatsächlich einer aus. Verdammt, lad schneller. Und zu spät. Ja, es wird Zeit für das Ultra-Stasis-Modul. Das sich hoffentlich wieder auch ein bisschen schneller regeneriert. So. Also. Zack, einer reicht. Und dann mal gucken. Boah, perfekt. Ganz knapp, ey. War richtig knapp. So. Erstes Rätsel von Bewegung und Ruhe gelöst. Das war vielleicht die Ruhe. Oder Bewegung und Ruhe zusammen. Und mal gucken, was als nächstes kommt. Ach ja, ach, ich erinnere mich. Das war ja das hier. Ja, sind doch noch so eine fiesen Viecher da oben drauf. Ist schon klar. Kommt richtig schön. Oh Gott, na. Oh oh. Boah, voll abgeballert. Oh, mein Kumpel, was soll das denn? Nein, tu's nicht. So. Okay. So, man selber kommt ja da echt nicht rüber. Man muss halt wirklich dann... Was haben die jetzt gemacht? Wo ist denn die Kugel? Haben die Kugel jetzt weggeballert? Ich hoffe nicht. So, da kommt sie wieder. Oh, richtig langsam. Aber so richtig langsam. So, dann ballert einfach wieder zwei Pfeile ruf, ne? Ich glaube, das habe ich damals auch schon so gemacht. Und eigentlich soll man das Rätsel, glaube ich, anders lösen. Weiß aber jetzt auch nicht wie. So, das sieht jetzt aber dafür weiter weg aus, da hinten. Ja, oder? Ich weiß nicht, soll ich jetzt irgendwie... Ich mach trotzdem nur einmal. Erstmal testen. Tschung. Ha, perfekt. Boah, richtig reingekegelt. Sehr schön.
Okay, es geht immer noch weiter, ne? Hier habe ich noch keine einzige Truhe gesehen. So, was sind hier für komische Funken? Oh Gott. Okay, jetzt wird es hoffentlich wieder ein bisschen angenehmer. Hier haben wir die Kugel. Ah, okay, ich muss einfach nur mich da mit dem Ding bewegen. Da ist die Truhe! Da ist die Truhe! Gib her! Na, gib her! Ja! So, schön hier ablegen. Zack! Ich hoffe, das ist die einzige, die es hier gibt. Und es ist ein Opalm! Sehr schön. Und es war die einzige Truhe, die es hier gibt. Sehr gut. Na dann, Kugel, komm mit, wir müssen los. Lass mal warten, bis hier so ein oller Stein kommt. Stein? Da ist er. Komische Fabrik, die hier gebaut haben, die Chicas, oder? So, schön vorbei. So, dann kommt er. Alles klar. Der kommt das von der anderen Seite, ne? Das fiese Teil hier. Genau, da musste ich, glaube ich. Genau, haben sie mit Absicht gemacht. So, dass man halt das Ding auch kurz stoppt. Nein! Nein! Boah! Wieso hat er den Ball jetzt nicht mitgenommen? Oh, Mann, Link, ey! Oh. Kann nicht wahr sein. Dann nimmt er einfach den Ball nicht mit. So, schnell. Oh, wann jetzt? Okay, jetzt nochmal ganz ruhig ablegen. Am besten mich nicht bewegen. Und dann einfach swing. Link hochheben, das Ding. Nimm es mal mit. Okay. Und das hätten wir dann nicht geschafft. Das ist wohl die Bewegung ohne Ruhe. Oha. Richtig hier eingekesselt von den Ultraleserstrahlen. So. Geschafft. So, dann können wir schön den Part beenden. Ja, bitteschön. Flop. Und dann haben wir uns den nächsten Chica-Mönch zugute geführt. Zu Gemüte geführt. So sagt man es, glaube ich, richtig. So, Mann, du hast ja ein Rätsel ausgedacht, mein lieber Scholli. Ey, ich hab's trotzdem gelöst. Swong. Und dann denke ich mal beim nächsten Mal, ne, wir wollen ja, also wenn wir dem Weg folgen, müssten wir, glaube ich, beim Stall ankommen am ehesten noch. Aber vielleicht finde ich auch irgendwie schneller mal den Turm. Diddledidum. Der ist ja auch wichtig. So, alles klar. Oh, du hast es geschafft, Mann. Du bist so cool. Tschüss. Leute, ich sag auch wieder Tschüss zu euch. Das war wieder ein schöner Part. Die Wüste erwartet uns, wie gesagt. Und dann, bevor wir wirklich alles passiert, ist es eher erstmal nur von wegen alles auf dem Weg liegende mitnehmen. Mit dem Hintergedanken, wir wollen uns das Master Sword holen. Und das verbesserte Upgrade für den Stasis-Sensor. Also deswegen, ne? Wird noch ein bisschen dauern, aber ich habe schon Bock auf die Gerudos als zweites. Mal gucken, wie das wird. Ja, weil man ja eigentlich, naja, die sind da, ist ja schon der Donnerfluch war es. Der gilt ja schon als bisschen als gefährlichster Fluch, ne? So ein bisschen. Wir schauen mal. Ciao!